Hallo, Herr Altmaier. Hallo. Wie ängstlich sind Sie? Nicht so sehr. Was macht Ihnen politisch Angst? Wenn Rechtsextreme, Linksextreme und Populisten aller Art gewählt werden. Welches Thema kommt zu kurz im Wahlkampf? Ganz sicher das Thema Europa, denn Europa ist unser Glück und unsere Zukunft. Ein CDU-Wahlplakat, Angela Merkel ist darauf und der Spruch: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Haben Sie den Spruch aus einem alten Heimatfilm? Nein, aber das wünschen sich ganz viele Menschen in Deutschland. Familien mit Kindern, Jüngere, Ältere. Und es zeigt, dass wir auch viel geschafft haben in den letzten Jahren. Was wollen Sie in Berlin fürs Saarland konkret angehen? Wir haben fürs Saarland sehr viel Geld erreicht in Berlin ab 2020. Wir haben erreicht, dass die saarländischen Schulen gefördert werden aus Mitteln des Bundes. Und wir müssen jetzt erreichen, dass die Strukturunterschiede des Saarlandes in den nächsten Jahren abgebaut werden. Dafür machen wir eine neue Bund-Länder-Kommission, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und das möchte ich gerne schaffen. Sie kommen abends in Ihre Wohnung. Was tun Sie als erstes? Als erstes ziehe ich die Schuhe aus, dann ziehe ich die Krawatte aus, dann ziehe ich mir ein T-Shirt an und dann schaue ich, was noch im Kühlschrank steht und ob ich irgendwo in der Nähe ein interessantes Buch habe. Flätzen Sie sich auch gerne mal aufs Sofa und zappen durchs Fernsehprogramm? Ich bin ja Saarländer und das mache ich gerne. Kleines Geheimnis allerdings, ich hatte jetzt einige Zeit lang gar kein Fernsehgerät im Saarland zur Verfügung, weil der Fernseher kaputt war und ich immer nur am Wochenende daran gedacht habe, wenn ich nach Hause kam, und dann waren die Geschäfte geschlossen. Was schauen Sie sich denn an, wenn Sie Zeit haben? Ich muss mir anschauen sehr viel Nachrichten und sehr viel News, aber ich schaue mir sehr gerne Dokumentationen an, vor allen Dingen, wenn es Tierfilmdokumentationen sind oder Dokumentationen über Ausgrabungen in fernen Ländern. Haben Sie ein Lieblingsessen? Ja, mehrere. Und wer kocht das am besten und was ist es? Also früher hieß es, bei Muttern ist es am besten. Heute sage ich, mit Freunden ist es am besten. Und ich selber bin auch jemand, der gerne kocht, aber ob das gut ist, müssen andere entscheiden. Meine Spezialität sind gefüllte Klöße mit Leberwurst gefüllt in einer Schinken-Rahmsoße. Die serviere ich allen meinen Gästen in Berlin und die werden immer gerne genommen. Wie ehrgeizig sind Sie? Mittelprächtig. Was heißt das? Ich möchte gerne etwas verändern und etwas bewirken. Ich mache mir aber weniger Gedanken, welche Position ich als nächstes bekleide oder ausfüllen kann. Weil erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und drittens habe ich gelernt, dass es am besten ist, wenn man die Position, die man hat, ernst nimmt und nicht nach der nächsten schielt. Ich war Umweltminister, ich bin jetzt Kanzleramtsminister. Ich habe mir keine meiner Positionen ausgesucht, sondern immer versucht, mein Bestes zu geben, egal welche Position es war. Politik ist mehr als ein Job. Bleibt da genug Zeit für Familie und Freunde? Wir müssen darum kämpfen, dass wir, egal in welcher Position, immer noch einen privaten Freiraum haben. Das ist nicht immer leicht und nicht immer einfach. Aber es ist wichtig, damit der Kopf klar bleibt und man gute Entscheidungen trifft. Im Fahrstuhl mit Angela Merkel, worüber reden Sie? Das ist Staatsgeheimnis. Wollen Sie regieren oder in die Opposition gehen? Ich möchte gerne regieren, weil man nur aus der Regierung heraus etwas Gutes für die Menschen bewirken kann. In der Demokratie ist Opposition trotzdem wichtig, aber viele Sozialdemokraten sehnen sich danach und deshalb möchte ich ihnen in der Hinsicht keine Konkurrenz machen. Wer wird nach der Wahl Kanzler bzw. Kanzlerin sein? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Glauben Sie, es wird Angela Merkel? Das hoffe ich und dafür kämpfe ich. Und glauben Sie, sie macht es auch nochmal die ganzen 4 Jahre? Sie hat gesagt, dass sie für die ganze Wahlperiode zur Verfügung stellt. Und das ist das, was sich viele Menschen wünschen, weil Angela Merkel uns in außenpolitisch schwieriger Zeit gut durch alle Wirren gebracht hat und es Deutschland heute viel besser geht als vor einigen Jahren. Wenn die politische Karriere futsch wäre, was würden Sie machen? Ich würde mich intensiver um meinen Garten kümmern. Ich würde alle die Bücher lesen, die ich bisher gar nicht lesen konnte. Und ich würde vor allen Dingen viel Zeit mit Freunden verbringen, um über das zu reden, was in unserem Land schön ist. Und um einen Beitrag dazu zu leisten, dass auch unser ehrenamtliches Engagement in Zukunft blüht und gedeiht. Wahlabend 18 Uhr. Das erste persönliche Wort kommt von... Ja, das weiß ich gar nicht, weil der Wahlabend seine eigenen Gesetze hat. Ich werde am Wahlabend sehr gespannt sein.
Wir werden uns im Konrad-Adenauer-Haus versammeln und wir werden dann schauen, wie die ersten Prognosen und Hochrechnungen sind. Danach möchten die Fernseh- und Rundfunkanstalten mit uns reden. Dann ist irgendwann vielleicht die Zeit zum Feiern und sich zum Freuen. Aber das setzt voraus, dass man den Regierungsauftrag erhalten hat. Und dafür müssen wir noch kämpfen. Es sind noch 3,5 Wochen und da kann viel passieren. Vielen Dank, Herr Altmaier. Dankeschön.